herzlich willkommen zum vierten Modul zum Thema die Kraft der achtsamen Sprache. Heute geht es um das Thema Anwendung der drei Satztypen und die Wirkung der Sprache auf den Körper. Liebe Maria, ich freue mich riesig, heute wieder mit dir weiterzugehen, tiefer in die Sprache, unsere Sprache, unsere Muttersprache einzutauchen. Genau. Mhm. Und für die, die jetzt vielleicht heute das erste Mal dazuschalten, wieder der Hinweis, das hier ist ja eine Reihe zum Thema achtsame Sprache. Das heißt, es gibt verschiedene Videos, die euch halt verschiedene Aspekte der Sprache näher bringen. Und wir haben bereits schon gesprochen über Themen wie Druck und Hetze hinter sich lassen. Ja, da kann achtsame Sprache helfen. Kontakt herstellen mit den 3a und das Thema Bogensätze, sowie auch der achtsame Umgang mit dem Konjunktiv 2 und das Thema Stummelsätze. All das ist ja auch unten im Video verlinkt und da könnt ihr dann auch sehr gerne reinschauen, um eben dieses Thema weiter zu vertiefen. Genau, an der Stelle, liebe Maria, die drei Satztypen, was versteckt sich dahinter? Ja, wir haben in unserer Sprache drei Satztypen. Und zwar den Fragesatz, das Beispiel zum Beispiel, ist das ein kleiner Salat? Mhm. Und dann gehe ich sogar noch bei der Frage am Ende des Satzes mit der Stimme nach oben. Mhm. Dann der Aussagesatz, das ist ein kleiner Salat. Mhm. Oder ein Aufforderungssatz, bringen Sie mir bitte diesen kleinen Salat. Das ist die Aufforderung. Und diese drei Satztypen werden in unserer Sprache oft vermischt. Und es kommt keine Klarheit zum Tragen. Deshalb will ich euch darauf aufmerksam machen. Und ihr könnt zum Beispiel diese drei Satztypen sofort in den Alltag einbringen, indem dass ihr beim Einkaufen das nutzt und übt, dass ihr zum Beispiel zu der Verkäuferin sagt, bitte geben Sie mir das schöne dunkelgebackene Brot da hinten. Mhm. Ich danke Ihnen. Mhm. Das ist, was wir im letzten Modul ja besprochen haben, ich danke Ihnen. Das ist zum Beispiel eine Aufforderung. Und dann weiß ich genau, was ich will. Oder wenn ich zum Beispiel, es gibt viele Mütter, die wundern sich, wenn ihre Kinder nicht ordentlich werden oder auch ihr Zimmer nicht aufräumen, die dann sagen, könntest du bitte mal wieder dein Zimmer aufräumen? Mhm. Und was passiert da? Das kannst du bestimmt als Mutter sagen. Als Mutter von zwei Kindern weiß ich das. Passiert nicht viel. Also generell ist Zimmeraufräumen natürlich immer ein Thema, aber letztendlich, das ist eine Frage. Und wenn ich eine Frage stelle, das durfte ich als Mutter auch lernen, damit gebe ich natürlich den Raum, dass die Person, in dem Fall das Kind, sagen kann, ja, mache ich oder nein, mache ich nicht. Das ist ja aber nicht mein Ansinnen in dieser Situation als Mutter, sondern da möchte ich ja ganz klar mit dem Kind sprechen. Und da brauche ich dann welchen Satz? Eine klare Ansage. Räum bitte dein Zimmer auf. Aufforderungssatz. Und ich habe noch das Bitte mit reingebracht. Das ist ein Aufforderungssatz mit dem Bitte. Mhm. Also es ist auch noch ein Teil höflich. Mhm. Ja, auf alle Fälle. Ja, genau. Klar und höflich. Klar und höflich. Und da ist es wirklich ratsam, diese drei Satztypen nicht miteinander zu vermischen, sondern sich bewusst zu werden, was will ich jetzt gerade und dann den passenden Satz dazu zu äußern. Und weißt du, was mir da gerade von Bild kommt? Weil wir den Salatteller als Beispiel haben, sonst haben wir wirklich so einen Satzsalat. Mhm. Und man weiß gar nicht mehr, wo was ist. Kann in der richtigen Komposition als kleiner Salat wundervoll sein, aber in der Sprache, wo ich eine Klarheit haben möchte und ja auch möchte, dass mein Gegenüber einfach und leicht mich versteht, möchte ich keinen Salat, keinen Wirrwarr, sondern eben wirklich klar und deutlich reden, sodass ich auch klare Antworten kriege, weil sonst resultiert ja eben so Jein-Antworten. Und eine schöne Übung ist es auch, wenn ihr beim nächsten Restaurantbesuch sagt, bitte bringen Sie mir einen Cappuccino und nicht, ich möchte gerne einen Cappuccino. Da ist einfach eine ganz andere Kraft auch dahinter. Merkst du das? Ja, total. Und ich finde auch, ich habe das auch bei dir wirklich beobachtet, weil ich finde, das gibt dir eine Haltung. Richtig. Also und aber auf Augenhöhe, mit Respekt und Wertschätzung und auch mit einer Klarheit. Und das finde ich bei dir so bewundernswert, wenn man mit der Maria ins Restaurant geht. und ich darf ja auch eine Aufforderung sagen, denn ich bezahle ja auch dafür. Also das ist ja an der richtigen Stelle angewandt. Ne? Genau. Dann ist es auch richtig. Ja. Das heißt, diese drei Satztypen, die werdet ihr hier ja auch eingeblendet sehen. An der Stelle, wer sich jetzt sagt, ach, kann ich vielleicht noch nicht ganz so gut lesen oder möchte ich mir noch mal mehr zu Gemüte führen, an der Stelle wieder der Hinweis für alle, die jetzt neu zuschalten. Genau. Man kann es ja auch wiederholen. Alle Schaubilder zusammen noch mit Erklärtexten werden auf der Webseite der Friedensquelle hinterlegt sein, sodass ihr die Themen vertiefen könnt. Und natürlich freuen wir uns auch über Kommentare hier
in den Kommentarfeld bei YouTube oder ihr könnt natürlich die Maria auch direkt anschreiben und in Austausch gehen, genau. Weil dafür machst du das ja. Dafür mache ich das, dass es wirklich auch ein Umsetzen in unser Leben bewirkt und dass Menschen wachsam werden, was wir mit unserer Sprache alles machen können. Und das ist, ja, deswegen mache ich das, dass ihr einmal mich hört, wenn ich die Beispiele nenne und dann auch, dass ihr das alles nachvollziehen könnt und dann ins Umsetzen dann auch natürlich kommt. Ne? Mit Leichtigkeit. Mit Leichtigkeit, genau. Und Freude, genau. Ja. Und ganz wichtig ist mir noch, korrigiert bitte nicht die anderen Menschen, sondern bleibt immer bei euch und übt es nur für euch selber. Ihr könnt es auch üben bei den Mails, bei den WhatsApps, einfach volle ganze Sätze zu bringen und darauf zu achten, habe ich jetzt eine Frage, habe ich eine Aussage, habe ich eine Aufforderung und da im Schriftlichen auch üben. Ja, und ich meine, das ist auch so wunderbar, weil dann fließt es ja ein in die Sprache, in die Muttersprache und dann wird es so peu à peu sich ganz alleine sozusagen einbürgern und diese Kraft in mehr und mehr in die Sprache kommt. Das ist ein Prozess. Aber das ist ein Prozess, ja. Und ich bin auch immer noch am Üben, nur es hat mir wirklich gezeigt in meinem Leben, dass es eine große Kraft dahinter steckt und deswegen will ich das immer mehr in mein Leben einbringen. Genau. Ja, dann kommen wir auch gleich zu dem nächsten Thema. Genau. Und zwar geht es da um unsere Gesundheit. Mhm. Es sind auch noch viele Menschen unterwegs, die nicht gerade gut mit ihrem Körper umgehen, die zum Beispiel dann sagen, ach, mein Chef geht mir auf die Nerven oder meine Freundin geht mir auf die Nerven. Und die diesen Satz dann ganz oft in ihrem Sprachgebrauch haben. Oder ich habe mir mal wieder den Magen vollgeschlagen. Oder ich habe mir am Wochenende wegen dem Thema den Kopf zerbrochen. Mhm. Und wenn solche Sätze ganz oft genutzt werden, dann brauchen wir uns nicht zu wundern, wenn das auch Realität wird. Denn Sprache schafft Wirklichkeit und Sprache kann auch Wirklichkeit ändern. Das heißt, wenn ich behutsam und achtsam mit der Sprache umgehe und auch zu meinem Körper spreche, dann hat das natürlich auch was für meine Gesundheit eine große Auswirkung. Ich kann euch da ein gutes Beispiel von mir selbst aus meinem eigenen Leben sagen. Ich war früher auch ganz immer hektisch unterwegs und habe gesagt, oh, da muss ich mich mal wieder durchbeißen, auch noch mit dem Muss und mit dem Druck und allem. Ich wusste nicht, was das für Auswirkungen hatte, nur ich habe sie zu spüren bekommen, denn ich hatte wirklich 3 Zahnfleisch-OPs gehabt. Und wie ich dann im Nachhinein das von der Sprache gehört habe und auch dann mir das bewusst geworden ist, was ich mir selber und meinem Körper zugesprochen habe, dann ist mir da richtig das wie Schuppen von den Augen gefallen. Und deshalb ist es mir so wichtig und ein Anliegen, dass ich das mit euch teile, dass ihr liebevoll mit eurem Körper sprecht und achtsam mit euch selber umgeht. Und dieses Durchbeißen, also man hört ja auch ganz viel von Leuten, die knirschen. Mhm. Und das sind ja, ich glaube, das ist da wirklich ein Thema, was du da auch gerade mit uns teilst. Richtig. Was so viele Kinder, Kopfzerbrechen, sagst du ja auch, Kopfschmerzen, Migräne. Genau. Vielleicht kannst du uns da an der Stelle einen Satz reichen, um liebevoller das zu drehen. Also war dein Satz jetzt gerade in Bezug auf deine Geschichte mit dem, da muss ich mich durchbeißen. Was ist jetzt dein Kraftsatz oder deine Kraft? Ja, also ich habe wieder viel zu tun und ich gehe die Sache an. Ah, okay. Ja, ich gehe die Sache an. Und weißt du, was ich da wunderbar finde? Mhm. Da steckt auch der Körper drin. Ich gehe die Sache an, du nimmst deinen Körper mit, ich gehe los. Wovon wir ja auch so oft gesprochen haben, kommt ins Tun und in die Umsetzung. Richtig. Ich gehe los. Richtig. Und gehen ist was sehr Gesundes. Ja, spazieren gehen, ich gehe jetzt los. Genau, ne? Genau. Wow, ich kriege Gänsehaut. Finde ich toll, da reagiert mein Körper sofort. Wunderbar. Wunderbar. Ja. Ja, und da haben wir natürlich auch heute zum Abschluss wieder ein schönes Wort für unsere Schatzkiste, habe ich euch mitgebracht. Und zwar das Wort, das passt gut zu dem Thema heute, heilsam. Mhm. Nutzt du das Wort heilsam schon in deinem Leben? Du, jedes Mal gibt es mir wirklich einen sehr wertvollen Schatz. Auch heilsam ist ein Wort, was ich nicht oft nutze. Nein, noch nicht. Noch nicht? Noch nicht, ja. Also es geht ja wirklich um Heilung und heilsam sein. Mhm. Probier mal einen Satz mit heilsam. Ja, jetzt darf ich wieder überlegen. Also ich überlege eher, was ist für mich heilsam? Zum Beispiel Musik hören. Richtig. Ist für mich unfassbar heilsam. Das ist so Balsam für meine Seele und Klänge und Musik, schöne Musik, ist heilsam. Wunderbar. Also kannst du den Satz doch bald in deinen Sprachgebrauch jetzt aufnehmen. Hm? Ganz einfach. Erfolgreich. Schon wieder erfolgreich einen neuen Schatz in meine Schatzkiste. Richtig, ja. Ja, das war's dann mal wieder für heute. Genau, also aber wir verraten natürlich, was die Zuschauer beim nächsten Mal noch erwartet. Genau, da hast du mir gleich den Bogen gegeben mit deinem Aber, wir verraten. Aber, genau. Im
bei dem nächsten Modul behandeln wir die Negationen und die Aber-Sätze. Da will ich euch darauf aufmerksam machen, einfach auch mal hinzuhören, wann nutze ich das Aber und ist es überhaupt sinnvoll, dass ich das nutze. Ich bin gespannt. Genau, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ne? Tschüss.